Jo, Leute, ich bin jetzt noch in einer anderen Premiere in ganz in der Nähe vom Budapester Platz. Ich bin schon in Stadtmitte. Es gibt sogar zwei Premieren in der Nähe. Ganz in der Nähe. Ich weiß nicht, ob es hier auch einen Rundgang gibt. Ich denke schon. Ja, gut. Es gibt ja ein Premieren. Wir sind unter Bettwäsche. Das ist ja nicht unsere. Ich wohne ja hier in Stuttgart, wie gesagt. Ich glaube, hier gibt es zwei Aufzüge, glaube ich. Ich glaube, es sind zwei Aufzüge. Also es gibt nur einen. Ah. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich nicht mehr Hunger damit. Hallo? Oh, so gut. Schon gut. Gut, schon gut. Ja, Leute, ich wollte nur gucken, ob ich auf das Zimmer filmen kann. Ich kann mal die Frau fragen, was sie jetzt mal filmen kann, vielleicht. Entschuldigung. Ganz bitte Deutsch. Englisch. Kann ihr filmen im Room? Filmen. Jetzt im Room. Video. Video? Jetzt ist. Der tut? Jetzt schaue ich sie rum. Ein Video. Ein wirklich Video. Du siehst hier ist das Zimmer von dem Hotel. Und dann hier ist es. So sieht das Badezimmer aus. Ganz ja. Also, yeah, thank you. Thank you. Oh, thank you. Ja, also, jetzt kann ich so schon mit dem Zimmer zeigen, aber die Frau konnte nicht so gut Deutsch. Ich habe ihr ein bisschen Gebärden gemacht, aber ich glaube, es ist erlaubt. Sie kann kein Deutsch sprechen. Ihr kennt das Zimmer, ist alles Gleiches. Aber. Das ist alles gleich, nichts Besonderes bei Hotels, aber es gibt hier sogar, oh mein Gott, es gibt sogar drei Aufzüge. Oh, steht ein Aufzug, ist kaputt. Ich will nicht reparieren, ich habe Angst, dass ich hierher komme. Da ist sogar Chimes. Welcher kommt denn jetzt? Ich glaube, der. Warum ist die Frau nicht mit, die Putzfrau nicht mit drinnen? Da gibt es auch Kameras. Da ist sogar Chimes. Gut. Sechs. Es hat einen Chime gemacht. Das ist gerne mit meinem Vater des Falschen. Hoffe auf mich. Ach du Scheiße, das Kamera. Ach nee. Ich möchte nicht, dass die Kamera meinen Vorsatzverschlüssel sieht. Ich möchte das nicht. Sonst kommt mein Schlüssel weg. Sonst ich will nur wissen, ob man mit dem Vorsatzverschlüssel ganz nach oben fahren kann. Ich weiß nicht, ob ich komme wieder rein. Hoffentlich gibt es keinen Schuss. Was hat ein Krach gemacht hier? Nicht. Ich möchte nicht auf den Fortschritt. Ich möchte nicht auf den Fortschritt. Hallo? Hä? Warum nicht? Ich tue es besser nicht raus. Ach du Scheiße, es ist kaputt. Ich gehe davon aus, dass wir hochfahren können. Kann man hochfahren? Schalte ich besser ab. Schade, kann man leider nicht. What? Oder kann ich nochmal?
Hallo, hier. Ach so. Also nur mit Karte. Also hier? Ja, der muss noch unterhalten. Wir sind zu vier. Ja. Gut. Dankeschön. Ja, Sir. Also da ich bin nämlich ein Aufzug-Fan. Ah, echt? Deswegen filme ich gerne Aufzüge. Ach so, ne? Okay. Deswegen. Ist das vier? Ja, das ist vier. Dankeschön. Also, ja, wir können hier einsteigen. Ach, Mist, ich weiß, ich hab den Teil nicht aufgenommen. Ach, die dunkle Sand. Jetzt muss ich das erzählen. Ja, Leute, ich nehm den nächsten. Ich will nicht mit den Leuten fahren. Also, das heißt Forsk. Ja, das heißt Forsk, das war Schlüssel. Kann man nicht hochfahren, wie in München. In München kann man hochfahren, kann immer, aber bitte aufpassen. Aber es sind ja Kameras. Besser, wenn die Tür zu ist und der Aufzug still sitzt. Also, wenn der Aufzug still in der Etage bleibt, dann dürft ihr mal probieren, ob ihr mit den Vorsichtsverschlüssen hochfahren könnt. Aber ich dachte, zum Glück kann ich Doppelfahrt machen. Zum Glück kam plötzlich ein Hotel. Cool. Ich glaube, es ist 2020. Das ist echt rot. Echt neuer Aufzug. Meine Fresse. Warum macht kein Chime jetzt? Ach, kann man auch nur Not machen. Ich könnte es mal testen. Wir stehen da drei bei der Tür. Aber warum steht hier kein Baujahr? Hey. Also, das ist doch 2020. 2020 gebaut worden. Gunnar Schindler, mein Lieblings. Mach ich was. Ich glaube, das ist ein Chime. Beep noch mal. Das ist echt ein cooler Aufzug. Ich werde das so selbst wieder nachbauen. Oben ist die Schacht. Davon auf keinen Fall. Besser nicht machen, sonst bekommt ihr Ärger. Deswegen, ich soll was drücken. Wir warten bis 14.19 Uhr. Ja, das ist 14.17 Uhr bis 14.19 Uhr und dann. Also bis 14.19 Uhr und dann. Ich hoffe, wir müssen einen Piep-Piep-Ton haben. Der wurde 2020 gebaut. Glaube ich. Aber das ist echt noch. Verdammt! Da steht das Baujahr, meine Fresse, ey. 2021. Ach, ich weiß. Da bei den Schienen sind doch das Baujahr noch da. Nicht hier. Na, hat einen Schein. Versucht sich die Schacht aus, kann man nicht so gut sehen. Aber ich will ihn nicht anmachen. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich will keinen Ärger haben. So ist die Tür. Ich hab auch weitergehört. Also ich gehe davon aus, dass es keinen Schein hat, leider. Ich glaube, wurde irgendwie abgeschaltet oder gibt es keinen. Das Hotel ist das neueste Hotel in Stuttgart. Der wurde vor kurzem eröffnet. Ich glaube, im September wurde dieses Hotel eröffnet. 2021. So ein Schindler. Ich könnte zum Haus fahren. Diese Sound kenne ich ja. Jetzt sag mal diesen Sound. Diese Sound mag ich so gar nicht, wie diesen Tour-Sound bei den Schindler aufzumachen. Den Jam. Du kannst gerne mal rein. Ich glaube, es geht noch mit Karte.
Sprichst du Deutsch? Ja. Ja. Ah, okay. Ich bin nämlich in einem Aufzug-Fan. Ach so. Okay. Ich mache ja schon die dritte Fahrt jetzt. Also, okay. Dritte Fahrt jetzt. Mhm. Okay. Ja, Leute. Ups, ja, wir können auch die nächsten nehmen. Passt schon. Ja, Leute. Ja. Oh, shit, die Tür ist verkehrt. Nein. Hey, bitte nicht drücken. Hä? Oh, jetzt ist die dritte Fahrt. Mein Gott. Die dritte Fahrt jetzt. Ich könnte doch... Ich könnte eine Reservierung mal fragen, ob ich das Hotel mal filmen darf. Da gibt es eine Karte für mich. Da kann eine Karte für mich ausleihen. Dann kann ich euch... ich glaube, ich kann euch fragen, wie kann ich euch ein Hotel jetzt mal filmen jetzt. Ich habe auch Zeit. Jetzt war wirklich mal Schluss. Nicht die Firma, bitte. Die Fahrt. Dann hier die Firma Schinkler. Schinkler-Aufzug. Schinkler. Aufs. Aufs. Hat keinen Schaden. Ups. Quatsch. Das ist nicht Schranke. Ich wollte nur testen, die nicht Schranke, ob sie nicht Schranke. Aber bei manchen Aufzügen keine Schranke. Aber warum? Und das ist ja bei manchen Aufzügen nicht Schranke. Jetzt mache ich das nicht. Ich bin viele Leute. Oh, bin das drei Aufzüge. Du kannst auch nur stehen nehmen. Der funktioniert irgendwie nicht. Kann ich mal versuchen. Warte, gut.